Maya Busch in Rheinland-Pfalz. Auch für Katrin Oschmann, genannt Tinka, beginnt der Arbeitstag, wenn andere sich im Bett noch dreimal umdrehen. Heute steht für die junge Truckerin eine 10-stündige Tour durchs Ruhrgebiet an. Ohne Diesel wird sie aber nicht weit kommen. Hi! Hi! Grüß dich. Alles klar? Jo, alles klar. Wie weit bist du denn? Augenblick noch. Oh. Aber es dauert nicht mehr lange, dann ist die Pumpe voll. Hoffentlich, ich habe gerade die Tat, um die Uhrzeit ist bestimmt keiner da. Nee. Nein, prompt steht mir der Micha wieder im Weg. Weißt du, wie es ist? Ja. Wer zuerst kommt, malt. Einmal voll tanken ist bei einem 40-Tonner keine 5-Minuten-Angelegenheit. Auf eine halbe Stunde Verzögerung muss Katrin sich jetzt schon einstellen. Ist eine gute Kollegin, lustig und ganz einfach spitze. Däumchen drehen ist nicht Katrins Ding. Und ihr LKW Maggie muss ja vor der Abfahrt auch noch durchgecheckt werden. Wartezeit gut genutzt. So, fertig. Tinka, kannst dran fahren! An der speditionseigenen Tankstelle gibt's LKW-Diesel zum günstigen Sondertarif. Also in den Laster passen 1200 Liter Diesel. Zuletzt gibt Katrin noch AdBlue dazu. Das ist eine Harnstofflösung, die den Ausstoß von Stickoxiden bei Dieselmotoren um 90% reduziert. Beim AdBlue-Tanken ganz wichtig, nicht kleckern. Das gibt ganz böse weiße Flecken am Tank und das sieht nicht schön aus. Funktionalität geht zwar vor Äußerlichkeiten, aber als Frau legt Katrin auch großen Wert darauf, dass ihre Maggie immer schick aussieht. Trotzdem ist sie auf dem Bock genauso tough wie ihre männlichen Kollegen. Also der größte Vorurteil oder Klischee ist ganz klar, Frau am Steuer ungeheuer. Und da versuche ich ja echt immer gegenzusteuern. Da muss ich sagen, es gibt Frauen, die kein Auto fahren können. Aber es gibt auch genug, die es besser machen wie manche Männer. Also das so über einen Kamm zu scheren und zu sagen, Frauen können es nicht, weil die haben da einfach nicht dieses räumliche Denken und nicht so dieses... Da denke ich manchmal so, ja, also wenn wir kein räumliches Denken haben, wer dann? Im ersten Leben war Katrin ausgebildete Kosmetikerin. Zu ihrem Traumjob, Truckerin, kam sie durch ihren Bruder Jens, der ebenfalls Fernfahrer ist. Ich habe meinem Bruder gesagt, ey, dann machst du einen Führerschein, fängst bei uns an. Und dann habe ich gesagt, genau, ich mache jetzt mal eben Führerschein und dann fahre ich mit 40 Tonnen durch die Gegend. Und dann habe ich innerhalb von 2 Monaten halt den Führerschein gemacht. Aber gebüffelt und Vollzeit, halt jeden Tag von 8 bis 4. Und ich habe meinen Führerschein jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr. Ja, schon krass, gell? 2 Monate in die Schule gesetzt und Praxis gemacht und dann setzt man sich rein und die erste Zeit sitzt man echt so. Wenn einem dann auf der Straße ein LKW entgegenkommt, da kneift man schon ein Auge zu, weil man denkt, das passt nie. Aber wenn man es dann mal, hier so ein bisschen, ne, dann nutzt man die Größe auch mal aus, gell? Um sich ein bisschen Respekt zu verschaffen. Die erste Station auf Katrins heutiger Tour ist ein Haushaltswarenlager in Hennef. Die junge Trucker-Lady muss ihre Ladung ins nordrhein-westfälische Essen fahren. Um 7 Uhr erreicht Katrin das Firmengelände des Kunden. Der Anhänger bewegt sich beim Rückwärtsfahren in die entgegengesetzte Lenkrichtung. Das treibt ungeübten Fahrern schnell den Schweiß auf die Stirn. Besser als die Männer, ne? Ja, genau. Das würde ich auch so sehen. Ja. Also das ist alles, was hier steht. Hier, alles das hier. Super. Dann legen wir mal los. Go! Jede Palette hat ein Gesamtgewicht von 200 Kilo. Mal 36 macht 7,2 Tonnen Ladung für Katrin und ihren LKW Maggie. Ist alles gut. Alles gut. Sicher? Ja. Wenn nicht, fahre ich die erst noch mal raus. Ach hier, the master of disaster. Hat Spaß. Gut, pass. Ausgerechnet bei der letzten Palette streikt die Technik. Wo dran klemmt's denn? Ich weiß es nicht. Der lässt nicht hoch und runter. Fahren tut er, aber nicht hoch und runter. Gerade eben ging's ja. Schon wieder eine ungeplante Verzögerung. Heute ist der Wurm drin. Für Katrins Zeitplan wird es eng. Ach hier, the master of disaster. Trucker-Küken Katrin ist beim ersten Aufladen und hat ihre Tour noch vor sich. Doch der Hubwagen klemmt. Gemeinsam sind wir stark. Der Zeitplan ist eng. Fürs Laden ist nur 1 Stunde veranschlagt. Es gibt keinen Spielraum für Verzögerungen.
gepasst hat. Perfekt! Das Laden hat 30 Minuten länger gedauert als geplant. Mittlerweile ist es kurz vor 10. Die Truckerin muss im Berufsverkehr etwa 100 Kilometer ins staubedrohte Ruhrgebiet fahren. Vor allem das Kreuz Köln-Süd ist ein Nadelöhr, um das Katrin nicht herumkommt. A3, Frankfurt Richtung Oberhausen, zwischen Rösrath und Leverkusen Zentrum, mehr als 10 Kilometer, etwa eine Stunde plus. So, jetzt muss ich mal gucken, auf die A4 Richtung Aachen und danach auf die A1, genau. Also das Einzige, was mich an der Arbeit hier echt nervt, ist dauernd dieser Zochos mit dem Stau, weil man hat manchmal so einen guten Lauf und wird dann so ausgebremst durch einen Stau, durch einen Unfall, eine Baustelle oder was auch immer. Aber Stau ist halt echt so, das raubt einem manchmal so viel Zeit. Selbst das elektronische Helferlein erkennt das Problem. In 100 Metern halten Sie sich rechts. Navi sagt, fahr runter, fahr runter und tu dir das nicht an. Autobahn oder Landstraße? Eine schwierige Wahl. Für Katrin steht ihre Tagestour auf dem Spiel.